Coffea arabica. Coffea arabica ist die botanische Bezeichnung für den Kaffeebaum. Kaffeebaum wird auch bezeichnet als Kaffeepflanze. Coffea arabica ist ein Baum, der in den Tropen angebaut wird. Coffea arabica kommt aus, heutzutage wird angebaut in Arabien, in Afrika, in Mittelamerika und Brasilien. Man nimmt an, dass Coffea arabica ursprünglich kommt aus Afrika, Madagaskar und Maskarenen. Seit dem 17. Jahrhundert wird in Europa Kaffee getrunken, wurde eben verbreitet durch die Araber und Türken. Manche sagen, dass die Kaffeepflanze selbst wurde ursprünglich kultiviert in den Hochländern Äthiopiens und Sudans, wird heute in vielen Regionen der Tropen angebaut. Coffea arabica wird auch bezeichnet als Arabica-Kaffee, auch als Robusta-Kaffee. Und Coffea arabica ist ein Baum, man kann ihn auch als Strauch bezeichnen. Daraus werden erstmal rote Früchte gewonnen, die kann man, die sind erst grün, dann werden sie rot und danach werden sie geröstet und dann entsteht der Kaffee. Der wichtigste Bestandteil von Kaffee ist eben das Koffein und dieses Koffein hat eine stimulierende Wirkung.